Herzlich willkommen zu VfR TV, heute zum vierten Spieltag Bayernliga, VfR Garching zu Gast bei Landshut. 3-1 Sieg für Garching, zu Gast heute bei uns Andi von Pechmann, hat heute das zweite Spiel für uns gemacht. Andi, überragender Sieg oder doch noch Glück gehabt? Wie sagt man das? Ja, ich glaube schon, dass wenn wir verloren hätten, dann hätten wir einfach Pech gehabt, weil der Elfmeter, ich habe es von hier aus nicht genau gesehen, was da genau gewesen ist. Aber es sah unglücklich aus und ich weiß jetzt nicht, ob man ihn geben muss. Aber wie gesagt, ich war auch zu weit weg, ich kann es nicht genau beurteilen. Ich muss nochmal mit dem Wolfi reden und ihn fragen, was da eigentlich genau passiert ist. Aber dann doch zurückgekommen nach der 1-0 Halbzeit Rückstand und dann drei Häusel gemacht. Ich meine, tief stehender Gegner, gut verteidigt. Zu so klaren Chancen bin ich gekommen, aber dann der eine Geniestreich da vom Flo. Sowas braucht es halt in den Situationen. Kreativen Spieler, der das Spiel entscheiden kann. Und das hat er heute gemacht und wirklich Respekt. Hat er richtig stark, nicht nur spielerisch, auch gekämpft bis zur letzten Minute, jeden Zweikampf gewonnen. Es war heute auch ein ganz anderes Spiel im Gegensatz zu dem letzte Woche in der Pullach. Pullach eher die technisch stärker war, die Landshut da eher kämpferisch, muss man sagen. Ne? Ich glaube, wir haben das Spiel dominiert und die haben gut gekämpft. Sie waren auch ja, also bei den Standardsituationen habe ich gemerkt, sind sie richtig eng am Mann gewesen. Die haben anscheinend auch gehört, dass wir da nicht so ganz so schlecht sind. Und kämpferisch stark, aber wir haben sie geknackt. Auswärts 3-1 gewonnen, das ist im Endeffekt verdient und spricht auch für unsere Stärke, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt noch zu dir. Du hast jetzt das zweite Spiel für uns gemacht. Du bist neu gekommen dieses Jahr, hast du Pause gemacht vorher, habe ich gehört. Ja, ein paar Monate Pause. Also ich komme ja aus den USA, ich habe da College gespielt und bin jetzt direkt nach Garching gekommen und dass es so einwandfrei geklappt hat, muss ich auch Danke sagen zu allen in dem Verein, die Mannschaft, Trainer, dass die mich so gut aufgenommen haben und es macht einfach zurzeit Riesenspaß, auch wenn ich jetzt noch nicht über 90 Minuten oder von Beginn an spielen durfte, aber irgendwann wird es schon soweit sein. Ja, aber auf jeden Fall stehen die Vorzeichen schon mal gut, ja. Zweimal gespielt. Zweimal gewonnen. Genau. Ja. Das heißt, du musst mit dem Trainer reden. Soll ich mit dem Trainer reden? Dann eigentlich habe ich sogar das dritte Mal gespielt, weil einmal wurde ich auch für eine Minute eingewechselt gegen Affin. Okay. Also man muss mich einwechseln und dann gewinnen wir die Spiele. Ja, dann werden wir das nachher mit dem Trainer noch besprechen. Genau. Danke dir, Andi. Wünsche euch noch viel Erfolg für nächsten Sonntag. Danke. Bis dann. Sehen wir uns wieder. Auf jeden Fall. Danke, Andi. Bitte.